Hallo, hier ist Anne mit einer Inspiration für Fokus und Absicht mit Treasure. Die Routine habe ich kreiert mit einem Fokus auf die Gyroscope, die Drehung, die rückwärtige Kette und ein Gefühl von, ich habe mein Hüftgelenk hier, meinen ganzen Fuß und ich lerne zu fallen, aber nicht hinfallen. All das kannst du mitnehmen und die Choreografie ein bisschen verändern, indem du alle Bewegungen, die so von der Gestaltung da sind, in Kicks umwandeln. Warum nicht? Du hast einen schönen Song mit Backkicks und du kannst die Kicks in alle Choreografien, die diesen fallende Dynamik haben, reinbringen. Und du kannst zusätzlich mit vertikale Flow und horizontale Flow spielen und in die Choreografien wirklich diese, ich falle nach oben, ich verlängere meine Empfindung in die horizontale Ebene und so hast du Möglichkeiten in die Steps mit deiner weiteren Fortbildung, was ist Nia und wie kann ich meinen Körper fit machen mit Nia, indem ich alle Niveaus tanze, alle Ebenen erforsche und eine existierende Choreografie etwas verändere und es anders offeriere. So für Treasure ist es ganz besonders, mit der Drehung da auf dem Punkt zu halten, stattdessen den wirklich in den Raum zu bringen und dann diese Gelenkempfindung, dass ich da rolle, den zu verändern in ein Kniewische, in ein Sidekick, in sogar ein Frontkick. So, da möchte ich dich inspirieren. Ich habe die Grundchoreografie sehr gerne und verändere es fleißig. So bleibe ich inspiriert. Dankeschön, ciao.